Ja, liebe Studierende, herzlich willkommen zum zweiten Input-Video für das Seminar Kleine Textform. Heute zu der Frage, was ist ein kleiner oder kurzer Text? Um noch einmal eine Übersicht aus der letzten Sitzung zu wiederholen, hier die sieben Textualitätskriterien nach Debuchant und Dressler. Und wir haben uns zunächst die textgrammatischen und dann die textpragmatischen Aspekte angeschaut. Und es sollte auch klar geworden sein, dass, wenn wir von einem Text sprechen sollen, alle diese Kriterien erfüllt sein müssen. Das ist insbesondere im Hinblick auf die kurzen oder kleinen Texte speziell, denn die erfüllen nicht immer Kohäsions- und Kohärenzkriterien. Vor allen Dingen Kohäsionskriterien. Und das will ich Ihnen an einem Beispiel zeigen. Stop Eating Animals ist ein vollständiger Satz, englischsprachig, und er würde würde die Textualitätskriterien erfüllen, wenn man einen Textbegriff zugrunde legt, grammatischen Textbegriff zugrunde legt, der zumindest auch satzwertige Ausdrücke als Texte versteht. Streng genommen, wenn wir sich nochmal an Harvick erinnern, also das heißt, die fortlaufende pronominale Verkettung, wäre dies hier kein Satz. Wenn wir auf kurze Texte schauen, ist natürlich dieses Kriterium faktisch ein Ausschlusskriterium für die Texte, die wir uns im Seminar anschauen werden. Deswegen brauchen wir vor allen Dingen den etwas komplexeren pragmatischen Textbegriff und vor allen Dingen den multimodalen Textbegriff, um kleine oder kurze Texte überhaupt zu beschreiben. Ja, hier noch auch nochmal einmal zur Wiederholung die fünf Kriterien für die Beschreibung von kleinen Texten oder kurzen Texten, die Ulrich Schmitz aufgestellt hat. Und die sind natürlich nicht aus der Luft gegriffen, aber dazu komme ich gleich. Ja, ein kurzer Text wie dieser wäre demnach nach Ulrich Schmitz ein prototypischer kurzer Text, denn er fügt eine kurze sprachliche Einheit, Stop. Ja, also für einen Imperativ, man könnte das als Imperativ interpretieren, eine Handlungsanweisung, also es hat eine klare Textfunktion und er fügt ein ikonisches Layout und Sprache zusammen und diese beiden bilden eine Einheit auf einer sogenannten Sehfläche, die symbolisch so stark konventionalisiert ist, dass Sie sie auch verstehen, wenn sie zum Beispiel in einer anderen Sprache wie Arabisch realisiert sind. Allerdings ist das, was er in der kurzen Theorie kurzer Texte zusammenfasst, nicht aus der Luft gegriffen, sondern es gibt für alles Vorläufer und Begleitforschung. Und ich habe Ihnen hier nur die Kurztitel zitiert. Sie finden die ausführlichen Literaturangaben in der Auswahlbibliografie zum Seminar. Je eindrücklicher der Kontext, desto kürzer die Texte. Das ist ein Kriterium, das auch Heiko Hausendorff aufgenommen hat. Schmitz 2017 stellt es auch im Spracherport vor. Und vor allen Dingen Nina Jannich in einem Artikel von 2015. Je kürzer der Text, desto wichtiger seine typografische Gestaltung und/oder funktionale Arbeitsteilung mit Bildern und umgekehrt. Das Stoppschild ist dafür eines der besten Beispiele. So auch in Schmitz 2017 oder Klug und Papert. Das ist ein Artikel, der ist im Druck, der beschäftigt sich mit der Multimodalität von Autobahnschildern. Je mehr Texte sein und Text-Bild-Arbeitsteilung, desto weniger grammatische Merkmale und umgekehrt. Auch hier wiederum Heiko Hausendorff und Schmitz 2017 sowie Klug und Papert. Je kürzer der Text, desto wahrscheinlicher ist er in dieser Form konventionalisiert. Das ist ein Kriterium, das ganz, ganz stark Heiko Hausendorff 2009 herausstellt. Er spricht von sogenannten Textschablonen, sodass wir mehr oder weniger eine sehr verfestigte sprachliche Form von kurzen Texten in stereotypen Anwendungsbereichen haben. Prototypisch dafür sind eben hier gesehen Verkehrsschilder oder auch Anzeigen jeglicher Art. Und Nina Jannich ebenfalls, die das Intertextualitätskriterium stark macht, und zwar im Sinne der linguistischen Textanalyse. Das heißt nämlich einmal typologisch und einmal referenziell. Das werden wir gleich noch sehen. Hinzu kommt ein Kriterium, das Schmitz
in der Form nicht expliziert in seiner kurzen Theorie kurzer Texte, das aber in der Forschung natürlich präsent ist, nämlich zum Beispiel bei Jannich 2015 oder auch bei Dürscheid, auch ein Artikel, der aktuell im Druck ist, aber Christa Dürscheid beschäftigt sich schon sehr lang mit kurzen Texten und vor allen Dingen Chatkommunikation. Je weniger Raum zur Verfügung steht, umso kürzer und platzsparender angeordnet ist der Text. Und man müsste jetzt sagen, also dieses Kriterium noch hinzunehmen und sagen, also diese fünf Formgesetze sind es, die Einfluss darauf haben, wie klein und wie kurz Texte sind. Zu einem terminologischen Problem in der Forschung wird klein und kurz synonym gebraucht und es meint sowohl die flächige Ausdehnung als auch die Typografie, also Texte können klein sein in der Darstellung. Aber sie können natürlich auch kurz sein in der Länge. Ja, mit einem historischen Beispiel, das sich immer wieder anbringen lässt, in verschiedenen Situationen, der sogenannte St. Galler Schreibervers, Cumul quisgrave, philo cumul quipit, dann sehen Sie zwei Wörter unten am Rand einer lateinischen Handschrift. Und für die frühesten Zeugnisse, deutschsprachigen Zeugnisse und über lange Zeit, ist es so, dass dafür nur der Rand von lateinischen Handschriften bleibt. Das heißt, die Sprachgeschichte des Deutschen können wir zunächst nur rekonstruieren über sogenannte Marginalglosen, so wie Sie es hier sehen. Das heißt, die an den Rand einer anderen Handschrift notiert sind. Das kennen Sie vielleicht auch noch von früher, wenn Sie auf Zeitungspapier, sollten Ihre Eltern noch eine Zeitung bestellt haben, ab und zu mal gemalt und gezeichnet haben, finden Sie auch in Reflexionen über Kindheitserinnerungen in der deutschsprachigen Literatur zuhauf, dass es natürlich auch zu den autofiktionalen Konstrukten gehört, dass man sich auf dem Zeitungsrand in Zeiten der Not das Skizzieren beibrachte oder erste Texte schrieb. Also das Schreiben auf dem Rand, am und auf dem Rand, ist eine der frühen Entstehungsmöglichkeiten von Schrift und Schriftlichkeit und eben auch von Texten wie hier dem St. Galler Schreibervers auf Althochdeutsch. Ja. Ja, Sie können diese konventionalisierten und stereotypisierten Formen auch ausnutzen, um andere Inhalte unterzubringen und andere Inhalte, Texte zu transportieren, die dann natürlich dann zunächst erstmal irritieren, aber mit dieser Irritation spielen, ihre Erwartungshaltung brechen und damit sehr, sehr komplexe, sagen wir mal so, Ensembles zwischen Bild und Text darstellen. Hier die Aufforderung zu lächeln, statt zu stoppen. Und das ist eine Möglichkeit, um von den Konventionalisierungen, den Standardisierungen eines verfestigten Symbols zu profitieren und das funktional auszunutzen für eine eigene Botschaft. Ebenfalls ein kurzer und sehr kleiner Text, wie er üblicherweise auf anderen Verkehrsschildern auch zu sehen ist. Ja, warum gibt es überhaupt kurze Texte? Aus diesen Herleitungen, zum Beispiel von Schmitz und anderen, könnte man sagen, es gibt sowas wie eindeutige Gebrauchskontexte, die sich immer wiederholen und für die wir keine Explikation brauchen und Erläuterung, sondern in denen es einfach darum geht, dass man sie in Erinnerung ruft und bestimmte kommunikative Routinen abspielt. Und diese kommunikativen Routinen verfestigen sich so, dass wir sie nicht mehr reflektieren, sondern dass wir vor allen Dingen merken, wenn diese kommunikativen Routinen ausbleiben. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein, ja, sagen wir mal so, wir sind in einer Region in Deutschland, in der man sich zum Gruß die Hand gibt, also die Hände schüttelt. Sie sollten bemerkt haben, dass das in den letzten Wochen eher weniger geworden ist, unüblich geworden ist und sich andere Formen der Begrüßung durchgesetzt haben, die das Händeschütteln nicht mehr voraussetzen, um sich nicht zu infizieren. Das fällt dann besonders deutlich auf. Also das heißt, so eine kommunikative Routine wird dann vor allen Dingen sichtbar, wenn man sie nicht mehr umsetzen kann. Und ansonsten wird sie im Wesentlichen nicht reflektiert. Dann eine starke Konventionalisierung, die meistens mit den eindeutigen Gebrauchskontexten einhergeht. Das heißt, wir haben eine sehr starke Festlegung von Form und Inhalt, die ebenfalls nicht reflektiert wird, sondern sich im Gebrauch immer wieder neu bestätigt.
und die natürlich auch von einer normenden Instanz nicht vorgeschrieben werden muss. Eines der Beispiele ist das Schreiben einer Postkarte oder Ansichtskarte, von der Sie relativ genau wissen, auch ohne dass Sie, dass jemand neben Ihnen stehen muss mit einer ausufernden Erklärung, was eine Anschrift ist oder eine Adresse ist und wie viel Text Sie ungefähr auf diesem Darstellungsfeld unterbringen. Wenn Sie es sehr formalisiert haben wollen, dann dienen dazu jegliche Formulare, die Sie in Ihrem Leben schon mal ausgefüllt haben. Das sind mehr oder weniger dann die, es sind die Essenzen von kommunikativen Routinen, die sich sehr stark konventionalisiert haben und auf einen eindeutigen Gebrauchskontext hinweisen. Memorierbarkeit, das ist ein Kriterium, das in der, in den bisherigen Bestimmungen eher unterging. Aber wenn Sie sich an eine illiterate Gesellschaft eindenken, in der kaum jemand schreiben kann, dann ist die gute Memorierbarkeit von kurzen Texten einer der Gründe, warum sie überhaupt sich konventionalisieren und durchsetzen und weitergegeben werden. Das Ganze können Sie, also wir wissen nicht sehr viel darüber, wie viele Menschen sich an gebundener Sprache merken können, aber einen Eindruck gewinnen Sie dadurch oder dabei, wenn Sie sich Liedtexte vorstellen, die gemeinsam gesungen werden und die sich dann natürlich einschleifen, also die Sie memorieren und dann weitergeben, sodass meistens zum Beispiel der Refrain bei Ihnen hängen bleibt, auch wenn Sie nicht mehr alle 27 Strophen eines Liedes auswendig können. Das wäre ein schönes Beispiel. Oder dass Sie bestimmte Märchen erzählen, die Sie schon häufig gehört haben, dann leicht variieren und aus dieser leichten Variation möglicherweise wieder so etwas Neues entsteht. Aber das sind alles vor allen Dingen narrative Entwürfe, Textentwürfe, die sich sehr leicht memorieren lassen. Gedichte gehören weiter dazu, Zauberformeln, Spruchformeln und so weiter, die durch ihre Kürze und durch ihre sehr starke Konventionalisierung und Verfestigung sich besonders gut memorieren und deswegen wiederholen lassen. Schlussendlich der begrenzte Schreibplatz, das hatte ich als Einstieg noch mit hinzugefügt, der begrenzte Schreibplatz, wie er sich auf den Verkehrsschildern zeigt, aber zum Beispiel auch bei Twitter, in der SMS, im Telegram, also im Telegram und in Telegram als Messenger. Und dann haben wir noch intertextuelle Bezüge, die tatsächlich sich sowohl referenziell als auch typologisch zeigen lassen bei diesen kleinen Textformen. Dazu komme ich aber gleich. Welche sprachlichen Merkmale haben solche kurzen Texte? Zunächst einmal fallen sie durch, können sie auffallen durch eine Wortartenwahl bzw. eine Wortartenpräferenz. Also das heißt, die Also sehr viele kurze Texte scheinen eine Tendenz zur Nominalisierung zu haben. Inwieweit sich das empirisch und quantitativ feststellen lässt an den unterschiedlichsten Formen, die wir hier im Seminar beschreiben, wird sich zeigen lassen. Und sie haben eine reduzierte, reduzierte syntaktische Struktur. Das heißt, aufgrund von begrenztem Schreibplatz werden Sie wahrscheinlich nicht den Thomas-Mannschen Schachtelsatz entdecken, sondern eher einfache Satzgefüge oder Einfachsätze, die sich beobachten lassen. Dann gibt es so eine Phänomene wie Ellipsen, Inflektive, die verwendet werden, um bestimmte Handlungsbeschreibungen abzukürzen. Inflektive sind Verbstämme ohne Flexionsendung, also Zwinger wäre so ein Inflektiv. Dann werden andere Abkürzungen verwendet, die sehr komplexer Natur sein können, also die vor allen Dingen aus dem IRC und dem, also dem Internet Relay Channel herrühren und sowas wie ASAP, also as soon as possible, ist eine typische Abkürzung, die aus dem Internet Relay Channel herrührt. Dann haben wir Emoticons als die ersten Formen von Smileys und jetzt Emojis als Elemente, die kurze Texte unterstützen können, vor allem im digitalen Bereich. Neu hinzukommen noch Sticker, die selber wiederum als kleine Seeflächen auch Texte tragen können. Lexikalische Besonderheiten und verfestigte Sprachstrukturen, ja, das hängt sehr stark von den Textsorten ab, die sie abbilden und vor allen Dingen auch für die Umgebungen, medialen Umgebungen, technisch medialen Umgebungen, die sie beschreiben.
Also ist es so, dass eine Briefmarke zum Beispiel eine sehr starke lexikalische Reduziertheit aufweist. Also das haben Sie am Titelbild gesehen. Aber auch zum Beispiel Geburtsanzeigen oder Todesanzeigen haben eine sehr stabile lexikalische Struktur und weisen verfestigte Sprachstrukturen auf. Das kann aber von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Und dann gibt es spezielle intertextuelle Verknüpfungsmöglichkeiten, und zwar einmal typologisch über die Ähnlichkeit von kleinen Texten, also besonders wiederum bei Todesanzeigen ist das der Fall, oder auch bei Briefmarken, möglicherweise auch bei Postkarten. Und dann haben Sie referenzielle Verweise, die die Texte untereinander verbinden. Und das sind interessanterweise vor allen Dingen für die digitalen Medien Hashtags, Links und so weiter und so fort. Das heißt, damit verweisen Sie auf andere kleine Texte, die sich in demselben, zum Beispiel sozialen Netzwerk bewegen. Und die Ausnahme ist, dass ein kurzer Text, zum Beispiel von Twitter, gleichzeitig viral geht bei Instagram, wenn nicht eine Distribution daraufhin angelegt ist. Also das heißt, in der Regel wird jedes soziale Netzwerk mit dem Material bespielt, was dort an dieser Stelle ideal einzusetzen ist. Und es gibt aber keine Verweise oder kaum Verweise unter diesen sozialen Netzwerken. Aber innerhalb der sozialen Netzwerke verweisen die kleinen Texte aufeinander. Das sieht man besonders gut bei Twitter. Ja, einige Beispiele, das hatte ich Ihnen schon gezeigt. Also Printwerbung ist ein Bereich, den man sich hier anschauen kann. Sie sehen, die sprachlichen Strukturen sind relativ einfach ausgeführt und weisen eine relativ, also sprachlich formal zunächst auf den ersten Blick eine Einfachheit auf. Allerdings sind sie funktional höchst schwierig aufzuschließen und deswegen auch in Grammatiken kaum zu finden. Der Schluss von Persil, für was es gebraucht wird, auch wenn hier das mit dem Apostroph schwierig zu bewerten ist, ist ein komplexer, den Sie, sagen wir mal so, mit einer Standardgrammatik nicht auflösen können. Dafür brauchen Sie pragmatische Erklärungsmodelle. Beim zweiten Bild hätten Sie einen vollständig realisierten Satz ohne Satzpunkt. Gut, das ist ein grafisches Detail. Und dann ganz rechts ein recht unübersichtliches Durcheinander zwischen Produktplatzierung, einem Slogan, das Beste, das es je gab. Persil war immer schon das Beste, das es je gab. Und so weiter. Unterschiedliche sprachliche Strukturen, die darauf hindeuten. Denn Printwerbung ist komplex. Man unterscheidet erstmal zunächst zwischen Schlagzeilen mit Top- oder Subheadline. Es gibt Slogans, also wiederkehrende Motti mit Bezügen zum Produkt. Und ich habe Ihnen hier mal zwei modernere Printwerbungen für Persil aufgeführt, in denen dieses wiederkehrende Motto mit Bezug zum Produkt, also das Beste, das es je gab, nicht mehr zwingend konsequent durchgehalten wird. Also in dem ersten sehen Sie Persil Color Gel, das passt zu mir. Und unter dem Produkt, da weiß man, was man hat. Das ist ein Slogan, den ich persönlich noch kenne. Der Produktname ist präsent. Es gibt einen Werbetext, der das Produkt vorstellt. Wir sehen in letzter Zeit, dass immer häufiger das Produkt selbst überhaupt nicht mehr in seinen Produkteigenschaften beschrieben wird, sondern wir sehen eine hier Szene, die aus dem Leben gegriffen scheint. Also auch das bitte mit Anführungszeichen. Ja. Meist glückliche Menschen in knallbunten Umgebungen, die die Notwendigkeit des Wäschewaschens darauf reduzieren, dass doch mal ein Unfall passieren könne und man sich lieber daran freuen sollte, am glücklichen Leben. Und dann gibt es daneben noch verschiedene Bildelemente. Es gibt ein Schlüsselbild, ein Blickfänger, das beides funktioniert hier über die bildlichen Darstellungen der abgebildeten Personen und Focus Visuals, auf die man besonders achten soll, und andere grafische Elemente. Sie sehen, die grüne Farblinie ist für beides identisch, die Produktplatzierung ist für beide Fälle identisch, und damit wird im Wesentlichen ein einheitliches Corporate Design umgesetzt.
Sprachlich, vor allen Dingen das zweite Beispiel, schaue ich mir nochmal an. Lass es leuchten. Ja, die Frage ist, was ist es? Und wir haben hier natürlich ein Imperativ. Und dieses Es kann sich beziehen sowohl auf die Gesamtsituation als auch auf das Kleid oder das Oberteil oder auch das Kind. Ja? Also wir wollen nicht das Kind leuchten lassen, aber ein Kolokat ist strahlen. Und das wird hier auf alle Fälle mitgedacht oder ein Wort, was in diesem im selben Framing auftauchen könnte, nämlich strahlen. Im oberen Beispiel, ich mag knallbunte bunte Farben, das ist ja okay. Besonders in Lisas Gesicht hier haben wir noch eine besondere Adressierung und eine Ablenkung von dem eigentlichen Wäscheproblem, also eine unerwartete Wendung, die offensichtlich auch beiden Spaß macht. So, Printwerbung kommt aber auch mit sehr viel weniger Text aus. Das sind Beispiele aus dem Seminar Medienverbünde aus dem letzten Semester, die allerdings so gut sind, dass ich sie noch einmal benutzen möchte. Hier sehen Sie faktisch nur noch den Produktnamen und das Produkt abgebildet. Sonst auf dieser ganzen Darstellung, die auf eine witzige Art und Weise das Produkt in den Mittelpunkt hebt. Es geht hier um Zahnpflegeprodukte von Colgate. Haben Sie mehr oder weniger die Details, die Sprache in moderner Printwerbung übernimmt, sind hier ganz gut zusammengefasst. Das heißt, es ist tatsächlich nur noch der Produktname und Sie müssen erraten, um was es sich dabei handelt. Und das, was Sie hier vollziehen müssen, ist hier müssen Sie Präsuppositionen, also das heißt, das vorhandene Weltwissen aktivieren, um zu verstehen, was hier gemeint sein könnte. Und Sie müssen gleichzeitig pragmatische Implikaturen lesen können. Das ist alles sehr voraussetzungsreich und gibt Sprache nur noch sehr, sehr wenig Raum. Gleiches hier, das ist eine Kreativkampagne von Serviceplan. Und auch hier spielt Sprache nur noch eine sehr reduzierte Rolle, allerdings eine sehr, sehr wichtige in einem sehr insgesamt reduzierten Design. Und auch hier wiederum, obwohl es ein syntaktisch vollständiger Satz ist, brauchen Sie sehr viel Vorwissen. Also es wird sehr viel Wissen präsupponiert, also vorausgesetzt. Und pragmatisch müssen Sie über bestimmte Rückschlüsse auf die Aussageabsicht abzielen. Nur das sprachliche Element, nur dieser kurze sprachliche Text wird Ihnen nicht helfen, das Bild zu erschließen. Dafür brauchen Sie noch sehr viel mehr Wissen. Kommen wir mal zu den Memes. Auch die hatten wir in der letzten Sitzung ganz kurz angesprochen. Und das not simply create a meme. Hier mit einem Meme-Generator aus einer Herr der Ringe-Szene, die dafür ikonisch geworden ist. Das heißt, wir haben einen ikonischen Zusammenhang von Text und Bild. Und zwar in Memes üblicherweise mit einer Headline und mit einer Subline. Und die Idee ist dahinter, dass man eine bekannte Szene oder ein bekanntes Zitat so abwandelt, dass man damit einen humoristischen Effekt erzielt. Und hier sind diese Memes sind insofern äußerst interessant, dass sie natürlich immer ein verfestigtes Muster haben. Das heißt, sie haben einen verfestigten Zusammenhang zwischen Text und Bild und zwar nur zur Headline, die in einem Meme verwendet wird, denn die bildet in der Regel den ersten Teil eines Zitats. Und der zweite Teil ist variabel. Und dieser variable Teil kann lexikalisch gefüllt werden, ist oft zeitgeistig. Und dieser erste Teil des Memes, also das ist der erste Teil der sprachlichen Einheit, ist meist ein direktes, stehendes, verfestigtes, konventionalisiertes, stereotypisiertes, allen bekanntes Zitat. Insofern eine sehr interessante Mischform, ja, die auch zeigt, wie mit flexiblen Slots in idiomatischen oder verfestigten Sprachstrukturen umzugehen ist. Dann aus der Vorlesung des letzten, nein, das stimmt nicht. Es ist aus der Vorlesung Sprach und Ideologie. Ein fester Bug ist unser Gott. Das ist ein
Zitat eines Psalmliedes, das wahrscheinlich zu einem der wichtigsten Lieder gehört der protestantischen Kirche, hier am Kirchturm der Wittenberger Schlosskirche aufgesetzt als ein umlaufender Schriftzug. Und hier ist es, handelt es sich natürlich auch um einen kurzen Text, der an einer sehr auffälligen Stelle platziert ist und der wiederum aber auf ein ganzes Textuniversum verweist und eine vollständig ausgebaute Ideologie, die dahinter steht. Auch damit ist hier natürlich auch mit sowas ist natürlich zu rechnen. Wir haben hier dieser eine Vers öffnet ein komplettes Textuniversum, und zwar schließt er dieses als Vers selbst, als referenzielles, als referenzieller Intertextualitätsmarker auf. Das heißt, er ist sowohl Text als auch gleichzeitig, wenn man so will, Link in ein komplettes Diskursuniversum. Gleiches gilt für Schwerter zu Pflugscharen. Auch das ist ein Bibelzitat aus Micha 4. Und es wird zunächst zu einem durch Jewgeni Vucetic wird dieses Zitat, also das heißt mehr oder weniger die Umordnung der Weltordnung zu einer Ordnung des Friedens nach dem Zweiten Weltkrieg, veranschaulicht und dargestellt in in einer bildlichen Darstellung, die er der UN schenkt und stiftet, aus der Sowjetunion heraus, und zwar 1957. Und dieses bildliche Denkmal wird zur ikonischen Darstellung. Sie sehen das schon oben rechts an diesem Button, also dass dies dem nachempfunden ist. Und diese ikonische Darstellung wird mit Micha 4, mit dem Micha 4 Zitat, einem kleinen Text, worauf Micha 4 verweist als Intertextualitätsmarker auf die Bibel, also seine Bibelstelle, die hier angegeben ist. Und diese Kombination aus kleinem Text, einem Bibelzitat und der ikonischen Darstellung der bildlichen des Entwurfs von Vucetic wird zum ikonischen Marker für die Friedensbewegung zum Beispiel in der ehemaligen DDR, so dass man dann so etwas machen kann wie das Happening 1983, bei dem Stefan Nau genau vor Publikum ein solches Schwert zur Pflugschar umschmiedet. Also das heißt, wiederum konkret in Handlungen überführt wird. Und dieses Umschmieden des Schwertes verstehen Sie nur, wenn Sie die ganze Diskursgeschichte im Hintergrund wissen, und so dass dieser kurze Text und dieser kleine Text, Schwerter zu Pflugscharen, ebenfalls wie ein feste Burg ist unser Gott, komplett als Link funktioniert in ein Diskursuniversum, das sich hier eröffnet. Kleine Texte, die man gern überliest, sind Straßennamen. Straßennamen sind auch Ausdruck der politisch-gesellschaftlich geltenden Ordnung. Sie werden wissen, dass Straßennamen ab und zu mal umbenannt werden. Ich zeige Ihnen hier nochmal im Zusammenhang des Umbaus der zerstörten Städte im Osten Deutschlands, gibt es in einigen Städten Entwürfe des sagen wir mal so, sozialistische Architekturentwürfe, in denen komplette Innenstädte neu gestaltet worden sind. Hier relativ markant der Blick auf den Karl-Marx-Kopf in Karl-Marx-Stadt, umbenannt aus Chemnitz, wieder rückbenannt, heute wieder Chemnitz. Und mit diesen Gestaltungen und Umgestaltungen, architektonischen Großentwürfen, gingen in der Regel auch Umbenennungen von Straßen einher, wie es eben auch unter den Nationalsozialisten oder in der Weimarer Republik oder dann eben nach der Wiedervereinigung war. Und typischerweise sind das Namen wie Straße des Friedens, Straße der Einheit. Hier ist nicht die Wiedervereinigung Deutschlands gemeint, sondern die Vereinigung von KPD und SPD zur SED. Straße der Nation, Straße der Völkerfreundschaft und Straße der Befreiung. Typischerweise mit einer Genitivkonstruktion realisiert. Also man könnte auch sagen Friedensstraße, das wäre ein typisches Wortbildungsmittel für das Deutsche.
Aber das sind Direktübersetzungen aus dem Russischen, die eher eine Tendenz haben zu den Genitivattributen. Und das ein oder andere oder zu den sprachlichen Merkmalen gehören, die man mit einer Spracherwerbsbiografie im Osten in Verbindung bringen kann. Also Straße des Friedens, Straße der Einheit, Straße der Nation, Straße der Völkerfreundschaft und Straße der Befreiung. Je als kleine Texte, die ebenfalls sehr viel mehr ausdrücken, als man ihnen auf den ersten Blick ansieht. Dann Comics. Comics sind insofern speziell, als sie natürlich ähnlich wie WhatsApp oder wie Untertitel, mit denen sich Christa Dürscheid beschäftigt, Geschichten erzählen. Also die jeweils kleinen Texte bilden komplexe Szenen ab. Also wenn Sie so wollen, kann ein Comic oder hier ein Shot auf einen Slide tatsächlich eine komplexe Geschichte erzählen, die dann zu einer bestimmten Situation oder zu einer bestimmten Reaktion führt. Sie sehen schon, hier ist ihr Humor angeteasert. Also Smoke on the Water, das ist ein sehr bekanntes, falls Sie das nicht kennen, das ist ein sehr bekanntes Lied von Deep Purple. Schauen Sie bitte bei YouTube nach, suchen Sie selbst danach, ich blende das jetzt nicht ein, da ich nicht möchte, dass dieses Video keine Freigabe bekommt durch YouTube, also Smoke on the Water von Deep Purple. Und die Comics sind von Daxon entwickelt worden, die er selbst auf einer eigenen Website anbietet. Und das Ganze wird natürlich nur lustig, wenn Sie wissen, dass Jesus auf dem Wasser laufen konnte. Aber dieser Transfer hier auf eine Darstellung von Musiktiteln ist natürlich sehr speziell. Also das heißt, auch hier haben wir kleine Texte, die aber in einem sehr viel komplexeren Arrangement stehen. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie die Weiterführung und Schärfung des Konzeptes der kurzen Theorien, kurzer Texte bis hierhin mit nachvollzogen haben und anhand an den Beispielen, die jetzt noch nicht in der Tiefe analysiert sind, aber Ihnen zumindest schon mal das Potenzial anzeigen, welche Rolle Sprache an den jeweiligen Stellen spielen kann. Wenn Sie einen kurzen Eindruck gewinnen konnten und wir dann in der nächsten Sitzung im Seminar schon anhand von Ihren Beispielen, zu denen wir Arbeitsgruppen eingerichtet haben, schon überlegen können, auf welcher sprachlichen Systemebene Sie einsteigen. Also wollen Sie sich zum Beispiel mit der Syntax beschäftigen, mit verfestigten sprachlichen Strukturen, mit dem Zusammenhang von Text und Bild. Oder wollen Sie zum Beispiel zum Thema Intertextualität arbeiten? Auch das kann ein sehr spannendes Thema sein, wenn man referenzielle und typologische Intertextualität auseinanderhält. Dazu möchte ich Sie einladen. Für heute soll es erstmal gewesen sein. Hoffe, wir sehen uns gesund im nächsten Seminar und bis dahin bin ich Ihr Alexander Lasch.